Hi und herzlich willkommen auf Ringers Backwelt. Heute habe ich einen Himbeer-Mooskuchen für euch, der wirklich grandios aussieht und schmeckt. Er besteht aus einer fruchtigen Himbeerlage, einer leckeren Creme und einem Spinatrührteig, wobei man den Spinat überhaupt nicht herausschmeckt. Er sorgt lediglich dafür, dass der Rührteig schön saftig wird und eine tolle strahlende grüne Farbe erhält. So, dann geht es jetzt direkt zu der Zubereitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Für den Rührteig nehme ich 300 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 180 Gramm Zucker, 200 Milliliter Öl, 3 Eier, 400 Gramm Tiefkühlspinat und Saft einer halben Zitrone. Den Spinat habe ich bereits aufgetaut, dann abtropfen lassen und nun drücke ich noch mit einem Löffel die restliche Flüssigkeit heraus. Anschließend fülle ich den Spinat zusammen mit dem Zitronensaft in ein hohes Gefäß und püriere ihn fein. Die Eier schlage ich mit dem Zucker auf höchster Stufe ca. 5 Minuten dickschaumig. Jetzt gebe ich das Öl hinzu. Das Backpulver vermische ich zunächst mit dem Mehl und hebe es anschließend vorsichtig unter die Masse. Den pürierten Spinat vermenge ich kurz jedoch gründlich unter den Teig. Dann fülle ich den Teig in eine 26er Springform, die ich schon mit Backpapier ausgelegt und den Rand eingefettet habe, und verstreiche ihn. So, jetzt geht es bei 180 Grad über eine Unterhitze für ca. 55 bis 60 Minuten in den vorgeheizten Backofen und vergesst die Stäbchenprobe nicht. Die Backzeit ist um. Ich habe den Boden in der Springform komplett auskühlen lassen. Nun entferne ich sie und lege den Boden mit Hilfe meiner Schneidematte auf eine Tortenplatte. Von dem Boden schneide ich einen ca. 1 cm dünnen Deckel ab und gebe die Kuchenreste in eine Schale. Anschließend brösele ich die Kuchenreste fein und stelle sie kurz zur Seite, da ich sie gleich erst benötige. Um den Boden lege ich jetzt einen Tortenring. Nun bereite ich die leckere Himbeerfruchtlage zu und dafür nehme ich 400 Gramm Tiefkühlhimbeeren. Die habe ich schon auftauen lassen, natürlich könnt ihr auch frische verwenden. Und 2 Päckchen runden Tortenguss Fix, den man nicht aufkochen muss. Das Tortengusspulver fülle ich mit 500 ml kochendem Wasser auf und verrühre es ca. 2 Minuten, bis der Tortenguss andickt. Dann gebe ich die aufgetauten Himbeeren hinzu und verteile den Guss sofort, bevor er anfängt fest zu werden, auf den Boden. Und damit sich der Guss gleichmäßig verteilt, kippe ich den Kuchen jetzt leicht hin und her. Nachdem der Guss keine Wärme mehr abgibt, stelle ich den Kuchen für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Nun bereite ich die Cremeschicht zu und dafür nehme ich 400 Gramm Schlagsahne, 250 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 2 Päckchen Sahne fest. Zuerst schlage ich die Sahne mit den Sahnefest steif. Dann verrühre ich den Mascarpone mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker. Und zwar so lange, bis sich der Kristallzucker komplett aufgelöst hat. Die steif geschlagene Sahne hebe ich nun vorsichtig unter die Masse. Mittlerweile ist der Tortenguss ausgekühlt und jetzt verstreiche ich die Creme auf den Guss. Zum Schluss verteile ich noch die tollen grünen Krümel auf der Creme und drücke sie leicht an. Dann geht es für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank oder am besten über Nacht. Ich bereite diese Art an Kuchen immer am Vortag zu, denn so hat der Kuchen genug Zeit, um durchzuziehen. So, jetzt entferne ich noch vorsichtig den Tortenring und dann ist der Himbeer-Mooskuchen auch schon servierbereit. Und das allererste Stück geht natürlich wieder an euch.
Probiert den Himbeer-Mooskuchen unbedingt mal aus und überzeugt euch selbst, wie lecker er ist. Lasst mir gerne ein Däumchen und ein Abo da. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.